Dankeschön. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich auch sehr über das zahlreiche Erscheinen. Das ist ja fast so viel wie bei meinem Talk beim HFD-Festival. Da habe ich das schon mal vorgestellt, aber keine Angst, ich werde es nicht einfach wiederholen, sondern ich habe auch ein paar, also die damals schon dabei waren, werden erkennen, es gibt ein paar neue Folien. Es gibt auch. Ich habe das jetzt ein bisschen weitergeführt. Das deckt sich auch ganz gut mit den bisher vorgestellten Studien. Genau, also wo bin ich? Ich bin jetzt bei VDI/VDEIT in Berlin. Wir sind da ein Projektträger unter anderem für digitale Hochschulbildung. Es gibt 4 Förderlinien und es gibt aber auch zusätzliche Aufträge aus dem BMBF, nämlich wie jetzt hier unten aufgeführt zur Corona-Begleitforschung, dass eben das Referat einen Auftrag gegeben hat, man möge sich doch mal einen Überblick verschaffen, was denn die Hochschulen tun mit einer bestimmten Ausrichtung auf Hochschulverbünde, E-Learning-Serviceeinrichtungen. Die Zielsetzung der Studie war genau diese Maßnahmen zu überblicken. Ich habe dann das auch noch so weitergeführt, dass man eine Einordnung vornimmt in die Diskurse. Das hat ja Klaus Wannemacher auch schon vorgestellt. Das ist ja nicht alles aus dem Nichts entstanden, sondern es gibt ja schon eine lange E-Learning-Geschichte. Und was wir gemacht haben, ist einmal Desk Research, eine theoretische Rahmung und im Kern dann Expertinnen-Interviews durchgeführt. Und dabei haben wir so eine Phaseneinteilung vorgenommen, in den Interviews. Einmal auch gefragt, wie würden Sie den Stand der Digitalisierung vor Corona einschätzen? Und dann eben so, wie ich es dargestellt habe, ab März, die akute Krisenintervention, ab Mai, also Frühsommer bis Hochsommer, die sogenannte Normalisierung, wo man froh war, ja, jetzt haben wir das New Normal, es läuft jetzt irgendwie. Und dann Phase 3, auch nochmal einen Blick nach vorne gerichtet, Weiterentwicklung und Verstetigung. Zur theoretischen Einordnung habe ich jetzt hier ein furchtbar kompliziert aussehendes Schaubild. Das werde ich jetzt auch nicht in 20 Sekunden vermitteln können. Aber den Punkt, den ich machen will, ist, es gibt so im mittleren Teil dieses soziotechnische Regime. Das sind die Hochschulen, die sind sehr konservativ, strukturkonservativ. Die Innovationen sind hauptsächlich aus der Nische. Das sehen wir da unten, sowas wie MOOCs, Flipped Classroom. Auch das HFD würde ich da verorten. Und jetzt mit Covid-19 kommt da so ein bisschen Bewegung rein. Also es tut sich was auf der ganz oberen Ebene. Also dass sich sowas wie digitale Lehre normalisiert, etabliert. Weil bisher waren die Hochschulen eben sehr stark analog ausgerichtet. Ich möchte jetzt zur qualitativen Studie übergehen. Da haben wir also 20 Expertinnen-Interviews geführt im Zeitraum von Juli bis September mit der genannten Zielgruppe. Die habe ich alle online geführt und auch aufgezeichnet, transkribiert und wir werten die jetzt auch noch aus, sind noch nicht ganz durch, wo wir einmal gucken, induktiv, welche Kategorien bilden sich, aber auch deduktiv, das so ein bisschen mit diesem theoretischen Modell, was ich gerade im Schweinsgalopp behandelt habe, versuchen abzugleichen, um da auch von beiden Seiten. Jetzt gehe ich ganz schnell zu den Ergebnissen. Ich habe das hier auch farbpsychologisch besonders hervorgehoben, dass es klar ist, dass es hier positiv grün. Was ist gut gelaufen? Eben diese flächendeckende Umstellung über Nacht war ja zum Teil im laufenden Betrieb, weil die Hochschulen schon gestartet hatten mit dem Semester. Was nicht so gut lief, haben ja meine Kolleginnen und Kollegen schon genannt, ist so die psychische Belastung der Studierenden, Kommunikation auch und die technische Infrastruktur, wobei das nur am Anfang war. Dann wurde upgegradet und upgedatet und dann hat sich das besser herausgestellt. Ich habe jetzt hier das mal so Fallstudien genannt, wo wir geguckt haben. Also einmal Umstellung im laufenden Betrieb. Da hat eben geholfen, dass man dezentral und Bottom-up-Lösung gehabt hat. Man ist natürlich auf Sicht gefahren, weil man nicht wusste, wie stellt sich das dar. Bei den Universitäten, die hatten ein bisschen Zeit zur Umstellung, die haben versucht, sich darauf vorzubereiten mit ganz vielen Praxistipps,
Praxistipps mit flexiblen Arbeitsmodellen, weil die Verwaltung musste ja dann auch ins Homeoffice geschickt werden. Und bei den E-Learning-Support-Einrichtungen war eine große, sehr große Wahrnehmung und Wertschätzung da, aber auch eine wahnsinnig hohe Arbeitsbelastung. Das werden hier die anwesenden Kolleginnen auch bestätigen können. Das soll jetzt hier die Baustellen symbolisieren. Also woran muss man jetzt arbeiten, wenn Digitalisierung weiter vorangehen soll, ist ganz wichtig die Lehrverpflichtungsverordnung. Die muss an das digitale Zeitalter angepasst werden. Prüfungen hatten wir ja schon, da gab es eben Fälle, dass man auch was Digitales gemacht hat, aber auch in der Sporthalle, weil man Angst hatte mit Rechtssicherheit und Schummeln und so weiter, dann geht man doch lieber in so eine Sporthalle rein und mit Abstand und so weiter. Die Frage, die sich jetzt stellt, das ist jetzt also eine neue Folie, ist es jetzt wirklich ein neuer Wind of Change oder, ich habe es so ein bisschen provokant formuliert, oder ist es wieder nur eine neue digitale Zukunft, die aber an den Bedarfen von den Lehrenden und Lernenden vorbeigeht? Ne, da greife ich nochmal drauf, was Klaus Wannemacher gesagt hat, diese ganzen E-Learning-Geschichten, die es gab, wurden immer mit sehr großen Versprechungen an uns herangetreten. Viel verändert hat sich nicht. Und jetzt könnte man provokant fragen, ja, was ändert sich jetzt was? Wenn ja, wie geht es? Um das noch ein bisschen auszuführen, habe ich jetzt hier, das ist vielleicht auch ein bisschen provokant, aber um das zuzuspitzen, also wir haben Bedarfe von Seiten so der Bildung, da habe ich jetzt was eingeführt wie Open Educational Resources. Auf der anderen Seite gibt es eben auch gerade einen sehr starken Trend hin zu Technologie, wo es aber mehr um Optimierung und Effizienz geht, als Beispiel Learning Analytics. Es geht bei Bildung um Kreativität und Gestaltung. Da gibt es ein ganz tolles Manifest der University of Edinburgh. Demgegenüber aus technischer Sicht geht es eben viel um Standardisierung und Formatierung und eben weniger um Kreativität und Vielfalt. Also das soll einfach nur so mal aufzeigen, dass es da unterschiedliche Bedarfe gibt. Komme ich jetzt nochmal zu den Handlungsempfehlungen. Also man muss die Grundordnung und die Hochschulgesetze ändern, weil die sind eben aus der analogen Zeit. Man muss sie jetzt für die digitale Lehre anpassen. Es braucht auch wirklich ein Redesign der Kurse, was man eben nicht über Nacht machen kann, wie es passiert ist, sondern das muss langfristig auch mediendidaktisch geplant und begleitet werden. Und wir brauchen wirklich ein gutes Verständnis digitaler Lehre, also weg von digitaler Bildungsrevolution hin zu Kultur der Digitalität. Und da sind wir wirklich noch ganz am Anfang und ich denke, das wird auch noch eine lange Zeit dauern. Dann mit einem Bild aus meiner ehemaligen Heimat von der Ostsee danke ich sehr für das Zuhören und freue mich auf viele Fragen.